So, herzlich willkommen. Ich bin wieder da. Neues Video von Savage Scooters. Heute fangen wir mal ein bisschen ruhiger an. Ich muss nämlich ein bisschen was Einleitendes erklären, denn sonst kriegt ihr vielleicht die Zusammenhänge nicht hin. Also, schön wieder da zu sein. Ging mir ein bisschen schlechter, jetzt ging es mir ein bisschen besser. Deswegen gibt es jetzt ein Video und wir fangen heute mal mit etwas an, was in entferntester Richtung was mit dem Roller zu tun hat, aber viel mit der Werkstatt zu tun hat. Und deswegen ist das eigentlich ein ganz geiles und interessantes Video für euch. So, also, ich habe einen Kameramann hier, der sitzt da, den werdet ihr nicht sehen, aber der hat eine Menge damit zu tun, warum wir hier heute sitzen. Denn mein Kumpel Olaf und ich, wir hatten versucht, aus meinem Roller einen Motor auszubauen. So, also er war da, ist mir kurz zur Hand gegangen und irgendwie haben wir auch den Motor rausgekriegt, aber das Bremsseil aus der hinteren Befestigung wollte nicht so ganz, wie ich das wollte. Und dann habe ich gedacht, ich gebe mal ein bisschen Nachdruck an die Sache und habe gezogen an dem Baudenzug und habe mir mit dem Ellbogen unter das Trittbrett meines Rollers geschlagen. Dummerweise stand mein Roller auf der Hebebühne und diese Hebebühne war ganz oben. Das hat die letzten 10 Jahre ganz hervorragend funktioniert, bis an diesem Tag. Was ist passiert? Der Roller hat einen hohen Bogen genommen und ist von der Hebebühne gefallen. Und das Ganze sieht ungefähr so aus. So, ihr habt jetzt gesehen, wie die Scheiße aussieht. Kaputt, reparabel, aber ärgerlich. So, was habe ich gemacht? Ich habe die Scheiße liegen lassen, habe zu Olaf gesagt, komm, wir packen, wir gehen. Und sind gegangen und dann war ich gefühlt ein halbes Jahr nicht mehr in der Werkstatt. So, das heißt, ich muss den Roller reparieren. Was aber in der Zwischenzeit passierte, war, dass sich der Herr Reisacher gemeldet hat. Und zwar von der Firma Remo, hebebühne24.de. Und der hat gefragt, sag mal, ist ja mit dir nicht in Ordnung? Ich habe das nämlich bei Facebook erzählt, was da passiert ist. Und der meinte so, was machst du denn da mit einer Hebebühne rum? Was ist das denn für eine Hebebühne? Und da habe ich gesagt, ja, das ist ein Krankenbett, ein altes. Weil man hat ja nicht immer so viel Geld. Und dann guckt man, dass man irgendwie die Hebebühne sich aus irgendwas bastelt. Das ist dann mehr schlecht als recht. Aber wie gesagt, es ist über 10 Jahre gut gegangen. Bis zu diesem Tag. So, und dann habe ich gesagt, ist der Roller runtergefallen, alles scheiße. Und dann sagt er, pass mal auf, das geht so nicht. Du brauchst eine gescheite Hebebühne. Ja, sage ich. Aber gescheite Hebebühnen kosten auch gescheit Geld. Genau, sagt er. Das ist tatsächlich leider so. Dafür hast du aber auch eine gute Qualität. So. Und der hat dann gesagt, weißt du, was wir machen? Ich schicke dir meine Hebebühne. Die guckst du dir an. Und wenn sie dir gefällt, dann kannst du sie behalten und benutzen. So. Und dann habe ich gesagt, das ist eine geile Idee und habe gesagt, dann schick doch mal. Und dann hat er gesagt, guck mal auf unsere Webseite, hebebühne24.de, such dir eine aus und die schicke ich dir dann. Ich war erst ein bisschen irritiert, weil das in den letzten 4 Jahren, seitdem ich YouTube mache, das erste Mal ist, dass irgendeiner zu mir gesagt hat, wir stellen dir was zur Verfügung. Also an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei der Firma Remo, bei dem Herrn Reisacher, dass sie mir wirklich so nett waren, eine Hebebühne zur Verfügung zu stellen. Ich darf die jetzt benutzen und ich darf die euch zeigen. Dann habe ich dem Herrn Reisacher gesagt, dass ich das sehr geil finde, aber dass das sehr schade ist, wenn meine Community, also die Leute, die dieses Video gucken, vielleicht auch was davon hätten. Und wir vielleicht eine Lösung finden könnten, wenn ich dieses Produkt benutze und teste, vielleicht andere potenzielle Schrauberjungs in ihren Garagen, in ihren kleinen Werkstätten vielleicht auch in den Genuss kämen. Aber diese Hebebühne ist sehr, sehr teuer. Die kostet über in der Ausstattung, wie ich sie habe, über 2000 Euro. Und das ist der Grund, warum ich mir eigentlich nie eine Hebebühne gekauft habe, weil ich nicht bereit war, 2000 Euro auszugeben. Die Scheiße ist, wenn du nicht bereit bist, 2000 Euro auszugeben, dann habt ihr ja die Bilder von meinem Roller gesehen, dann sieht halt auch ein Roller gerne mal so aus. Oder du arbeitest mit Bierkisten oder findest irgendwelche anderen Scheißalternativen, die nicht wirklich geil funktionieren. Du brauchst eine Radklemmung, das Ding muss feststehen und so weiter. So.
Gut, dann habe ich gesagt, vielleicht finden wir ja das, dass meine Community da einen Benefit draus hat, dass die Community da auch was von hat, wenn ich die Hebebühne hier präsentiere und zeige und euch näher bringe. Und hat er gesagt, das können wir machen, das ist eine geile Idee, ich überlege mir was. So. Und dann hat er sich tatsächlich was einfallen lassen und das sieht wie folgt aus. So, gibt ja so einen kleinen Spickzettel, ja. So. Also, hier für euch jetzt die Informationen, wie das Ganze für euch interessant werden könnte. Also meine Bitte war an die Firma Remo, gibt es irgendeine Möglichkeit, wie meine Zuschauer vielleicht günstig an eine Hebebühne kommen könnten? Und da hat er gesagt, ja, kriegen wir hin. Da habe ich folgende Lösung für euch. Also, ganz wichtig. Ihr könnt diese wirklich wahnsinnig teure Hebebühne in einem Art Abo-Modell bekommen. Da habe ich gesagt, Abo-Modell hört sich gut an. Kommen da irgendwelche willigen jungen Frauen, ne? Und klingeln und sagen, hey, wir wollen dir ein Abo verkaufen. Nein, sagt er ganz und gar nicht. Das sieht wie folgt aus. Also, du kannst diese Hebebühne quasi monatlich mieten. Das kostet, ich gucke immer ein bisschen ins Handy, weil das ist so viel, das muss ich ablesen. Für eine Laufzeit von 48 Monaten kannst du eine Hebebühne mit 1000 Kilo, also ich komme auf die Spezifikation noch später genauer zu sprechen, aber mit 1000 Kilo im Abo-Modell für 48 Monate erwerben und zwar für 59 Euro im Monat. So, er hat mir auch gesagt, dass die Kosten ein bisschen gestiegen sind, weil die Preise natürlich allerorten durch die Decke gehen und ihr wisst selber, ne, braucht nur tanken zu fahren, dann wisst ihr Bescheid. So, der Vorteil ist, ihr bezahlt im Monat 59 Euro. Dann habt ihr die Möglichkeit, wenn irgendwas kaputt ist, kommt ein Monteur und repariert das. Kostenlos. Teile werden getauscht, kostenlos. Ihr habt mit nichts was am Hut. Geht nicht, ihr ruft Remo an, die kommen, die reparieren. So. Dann habt ihr die Hebebühne 4 Jahre da stehen. Und wenn ihr keinen Bock mehr habt nach 4 Jahren, dann gibt ihr sie einfach zurück und fertig. Wollt ihr sie behalten? Könnt ihr sie kaufen. Müsst ihr anrufen, müsst ihr sagen, ey, ich habe Bock, die Hebebühne zu kaufen, was kostet die jetzt? Oder ihr sagt, nö, ich möchte gerne nach 4 Jahren zurückgeben und möchte gerne den neuesten Typ haben oder einen anderen Typ haben. Dann könnt ihr euch die Hebebühne abholen lassen und ihr bekommt einen neuen Typ. So, was kostenlos ist, ist die Hin- und die Rücklieferung. Ihr braucht also keine Speditionskosten zahlen und ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber Speditionskosten kosten richtig Geld. Das heißt, das ist auch umsonst. Und das finde ich allerdings einen ziemlich coolen Deal. Den Deal haben wir bekommen, meine Community, also ihr da draußen. Ich blende euch alles nochmal genau ein, nämlich jetzt. Wenn ihr euch dann dort meldet, dann müsst ihr das Codewort, ist auch geil, ich habe meinen ersten Code, ich gucke mal rüber hier, ne, zum Kollegen, der gleich die Kamera hält. Das Codewort ist Savage Scooters. Das heißt, das müsst ihr sagen am Telefon oder in einer E-Mail, dass ihr euch auf das Angebot von mir bezieht. Und dann habt ihr die Möglichkeit, diese Hebebühne im Abo für einen sehr schmalen Taler. Wenn ihr eine Gemeinschaft seid, die in der Werkstatt schrauben, dann habt ihr da die Möglichkeit, mit 3-4 Mann zusammenzulegen. Bei 4 Mann kostet die Hebebühne ein 15er im Monat für jeden. Also ich denke, das ist ein sehr praktikabler Deal. Und deswegen habe ich diese Hebebühne auch da, weil ich das auch mache und sage, dann leiste ich mir den Luxus und habe keine weiteren Verpflichtungen. Alles inklusive wird umsonst gebracht, wird repariert, Ersatzteile sind umsonst und alles geil. So, jetzt haben wir genug gequatscht. Bist du soweit? Ja? Ja? Gut. So, jetzt werden wir auspacken und das Ganze ein bisschen fotodokumentarisch und videodokumentarisch begleiten. Und werden euch diese Hebebühne präsentieren. Ich freue mir voll die Pelle weg, weil ich jetzt das erste Mal in meinem Leben eine geile Hebebühne habe und freue mich wahnsinnig drauf, die jetzt aufzubauen. Also, legen wir los. When you feel like it's over and nothing else better, I know you feel so divided, pick yourself up again. Better start walk, girl. Open
Das ist die Motorradhebebühne Remo Powerlift 1000. Da ist die Bedienungsanleitung dabei. Komm mal ein Stück näher. Guck, ja. Jede Menge Stahl. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am besten hier rauskriegen, ohne uns die Haxen zu brechen. Aber das sieht ja schon ziemlich lecker aus. Ne? Das ist ein Beutel mit Schrauben. So, weißt du, was wir jetzt machen? Ich mache mir erstmal die Folie ab und dann machen wir mal die Kiste komplett auf und dann gucken wir mal, wie wir die da runterkriegen. So, wir haben den Koloss aus der Hebebühne, die Hebebühne aus der Kiste raus. Zeig mal die Kiste, die da hinten steht. Kannst du auch Mutti hinten eintüten irgendwann, wenn du keinen Bock mehr auf sie hast, ne? So, schön eintüten und beerdigen. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. So, der Koloss ist aus der Box raus und liegt jetzt hier vor uns. So, und um das Ganze einigermaßen jetzt sauber hinzustellen, wir haben ja so einen Mobilsatz dabei. Und der Mobilsatz sieht vor, dass wir, wo habe ich es jetzt hingelegt? Ach, liegt schon da unten. Also wir müssen drei Winkel anbringen. Und zwar den Winkel hier an der vorderen Seite. Hier kommt der Kugelkopf rein, der dann quasi, ne, kannst du hochheben und die Bühne losschieben. Und auf der Rückseite haben wir die zwei. Die zwei hier, diese Räder kommen dann auf die Rückseite und dann kann ich die Hebebühne easygoing dahin fahren, wo ich sie hin haben will. Das werden wir jetzt als nächstes montieren und dann haben wir sie zumindest mal auf Rädern stehen und dann können wir den Hubwagen drunter abbauen. Also bisher kein Problem, nur alleine tragen ist nicht so einfach. Ihr braucht schon einen Hubwagen dazu, um die aus der Kiste rauszuziehen. Aber bisher alles easy. Bis gleich. So, nachdem wir sie nun ausgeladen haben aus der Box und den Stecker erstmal eingesteckt haben, haben wir sie erstmal auf einer Höhe, wie du siehst, was ist das, was schätzt du, Meter hoch? Ne, Meter 20 locker, ja. Oder Meter 10, kann auf jeden Fall sehr hoch gefahren, um den Mobilsatz drunter zu schrauben. So, und das sieht wie folgt aus, komm mal rum. Hier unten haben wir mit diesen Stahlwinkeln die Rollen hier montiert, hier ist noch Holz, da und da. Und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir, kommen wir mit rum, also es ist wirklich selbsterklärend, es ist jetzt nichts, wo du studiert haben musst. Und hier auf der Seite haben wir den anderen Bügel, jetzt kannst du damit nämlich hier drunter fahren. Und dann klebst du das Ding einfach hoch und kannst die Bühne verfahren. Weil die wiegt nämlich schon ein bisschen was. Das ist echt heavy, also das ist wirklich Stahl, das ist kein Tröteblech aus China, das ist richtig Material, wie man auch unschwer an dem Hubzylinder, kannst du bei den Hubzylinder zeigen, erkennen kann. Also das ist hier wirklich ganz oben aus dem Regal, ein Hubzylinder, alles elektrohydraulisch, das sieht wirklich nach Hand und Fuß aus. So, also den Mobilsatz haben wir jetzt dran, vorne und hinten, das sind 6 Schrauben gewesen, das erklärt sich wirklich von alleine. Wir haben den Koffer hochgefahren, jetzt müssen wir vorne den Radanschlag anbauen und die Platte hinten sichern. So, ich habe jetzt mal den Teil der Wippe ausgepackt und habe mir mal einen Messschieber geholt. Komm mal ein Stück näher. Das Ganze ist 3,25 mm stark. Da. Halt. So. Ne, 3 mm stark, Entschuldigung, ich habe nicht ganz, so. 3 mm starkes Blech, also das ist hier kein Karnevalsgeburtstag, sondern das ist richtig Material. Nimm mal in die Hand, wie schwer das ist. Nimm mal in die Hand. Das ist sportlich, ne? Das ist sportlich, ne? So, das bauen wir jetzt hier ein. Das kommt da an die Stelle und dann machen wir noch vorne den Anschlag dran. Und dann sind wir, glaube ich, an der Seite fertig. Das Ganze haben wir hier schön mit Schnellverschlüssen. Das kennt der eine oder andere vielleicht vom Treckerfahren. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht so wirklich, wo der Roller dann am Ende des Tages mit seiner Radposition ist. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal in die Mitte. So, und dann den Splint wieder rein. Und fertig. So. Also dafür muss er echt nicht, da kannst du sogar auf den Kopfhörer gefallen sein. Das ist echt selbsterklärend alles. Ganz hervorragend. So, jetzt müssen wir weiter auspacken. Bis gleich. So, ich habe jetzt das Zubehörpaket aufgemacht. Da sind die 4 Ringösen drin. Das sind die Halter für hinten das Blech. Das sind die Schrauben für den Halter vom Blech. Und das ist die Entlüftungsschraube von dem Hydrauliktank. Komm mal her.
Ganz wichtig, die müsst ihr montieren, sonst kann sich der Hydrauliktank nicht entlüften. Er hat hier eine Bohrung und hier eine Bohrung. Sonst gibt das irgendwann dicke Backen. Ja, so. Ja, hier sind Imbusschrauben drin. Schnellmontage, finde ich sehr geil. Und müssen wir gleich mal gucken, wenn wir einen Roller draufschieben, in welcher Position hier die Wippe dann ungefähr ist. Also ihr seht, ihr könnt den Roller auch nicht vorne runterschieben und runterfallen lassen. Ganz im Gegenteil, das Ding wird gebremst und jetzt suchen wir noch die Ösenlöcher. Ich glaube, da haben wir es schon gefunden. Guck mal hier. Also es ist wirklich selbsterklärend. Ich habe die Bedienungsanleitung eben einmal aufgemacht, habe mal reingeguckt. Das ist easy going. Also, machen wir mal eben die Ösen dran. Bis gleich. Was ein bisschen irritierend ist, sind die Schlüsselweiten. Ne? Also wir müssen zum Teil mit 14, 15, 16 arbeiten. Aber gut, okay, das erschließt sich halt auch von selbst. Es waren schon viele Teile vormontiert. Wie ihr seht, haben wir hier eine Klappe, die wir absenken können. Die sichere ich jetzt erstmal, weil ich sie erstmal nicht brauche. Ja, so. Das ziehen wir mit 14 an. So. Damit ist die Klappe gesichert und das Ganze müssen wir mit der hinteren Klappe machen. Dafür sind nämlich die, die Dinger hier, wie ich das sag, die Winkel. Hört ihr das mal an? Also das ist wirklich Vierkantstahl. Ne? Also das ist kein Tröteblech. So, und damit sichern wir jetzt die hintere Platte. Hier haben wir nämlich auch die Löcher drin. So, dann machen wir eine Seite ab. Und packen die. Das ist sehr überschaubar. So, Platte fixieren, fertig. Also ihr seht, da musst du nicht studiert haben, um das Ding zusammenzubauen. Geile Sache. So, ich mache das fertig und dann geht's weiter. So, ich habe jetzt die Transportschraube rausgemacht, die ist dazu da, damit das Öl nicht rausschwappt. Und die rausnehmen, die Dichtung, die da drunter ist, auf den, das ist ein O-Ring, auf die Entlüftungsschraube und die Entlüftungsschraube einfach wieder einsetzen. Ja. Und das war's. Die Schraube bitte aufheben, weil wenn ihr die Hebebühne, die Behnehübe, wenn ihr die Behnehübe transportieren wollt, dann müsst ihr die Braube hier wieder haben. Also die müsst ihr euch irgendwo hinlegen, wo ihr die auch wieder findet. Ne? Also ich würde sie irgendwo in der Nähe von der Hebebühne lassen, damit ihr sie dann tauschen könnt. So, Entlüftungsschraube ist drin. Dann können wir uns jetzt eigentlich eine feste Position suchen. Ach, was wir noch dran bauen können, sind die Seitenhaltebleche. Das machen wir jetzt als nächstes. So, ich schwitze, der Kameramann schwitzt nicht. Woran liegt das? Ich habe gebaut, der Kameramann hat geguckt. So, ja, da lacht er. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Also das größte Problem war eigentlich, das Ding aus der Verpackung zu kriegen. Du kannst ruhig lauter reden. Eine Stunde? Nicht mal. Das waren 20 Minuten. Also die Schrauben sind überschaubar. Das sind 6, 7, 8, 10 Stück. Es kommt sehr viel vormontiert. Und das ist ein richtiges Eisenschwein. Also die bewegst du von Hand keinen Millimeter. Wenn du den Mobilsatz hast, dann steht die da, wo sie steht. Also wer das Ding bewegen will, sollte sich für den Mobilsatz entscheiden. Der Oberknaller ist, und das zeige ich euch jetzt, wie weit die runterfährt und wie weit die eigentlich rauffährt. Das Ding ist noch ganz geil. Das ist so ein Scherenheber. Den kennt ihr auch von eBay oder Amazon. Das ist, glaube ich, auch nur ein Zukaufteil. Ich weiß nicht, ob das selber produziert wird, aber ich habe einen hier, den habe ich weggeschmissen, weil der ist tot. Hier, komm mal eben rum. Das hatte meiner nicht. Das, was der hat, ist, der hat hier eine Lagerplatte. Das heißt, hier sind Kugeln drin, damit du das Ganze auch entsprechend leicht rauf und runter bewegen kannst. Das hatte meiner nicht. Was in mir generell den Verdacht erregt, dass
dass doch schon, dass da bei diesen Scherenhebern Unterschiede sind qualitativer Natur. Ich weiß nicht, also meiner hat es nicht, ich weiß nicht, ob die generell die haben. Ich glaube, das ist auch ein Zukaufteil. Nichtsdestotrotz ist auch das sehr hochwertig produziert. Das ist auch kein Tröteblech, sondern das ist auch was Substanzvolles. Ja, Hebebühne ist fertig montiert. Oder haben wir was vergessen? Nee, haben nichts vergessen, ne? Nein. Nee, also, ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt mal runter und ihr guckt euch mal an, wie schnell das geht. Sekunde. Kommt ran, Junge! Frau Gleiser-Hacht. Das, weißt du, was gerade passiert ist? Das ist magnetisch. Wie geil ist das denn? Das heißt, du hängst ja deine Fernbedienung da dran. Jetzt weiß ich auch, warum der mitgekommen ist. Weil der magnetisch ist. Das heißt, du hast ihn nie im Weg. Oh. Oh ja, das ist fest. Du hast die nicht im Weg liegen, sondern du hast die immer. Ja, du kannst die hinpacken, wo du willst. Mitgedacht. Da hat einer mitgedacht. Habe ich gar nicht gesehen eingangs. Ist. Geh mal hoch. Geh mal hoch. Mach du mal. Oh. Ja, das hält. Ja, finde ich geil. So, wir wollten ja fahren, ne? Also, keine Kraft mehr. So, runter. Nee, hoch. Rauf, runter. Muss nachgucken, weiß ich nicht, was ist. Aber wir fahren mal runter jetzt. Das ist geräuschlos, da läuft der Motor nicht. Da wird nur das Öl zurück schön in die in den Ausgleichsbehälter gedrückt. So, hinten haben wir dran die Platte. So, und jetzt werdet ihr sehen, wie flach das Ding ist. Ich hoffe, man kann mich noch hören. So. Guckt ihr an, wie schnell das geht. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Jetzt hole ich mal ein Zentimetermaß und messe mal, wie hoch die Bühne im eingefahrenen Zustand ist. Was hat 20 Zentimeter? Siehst du das gut? Ich habe keine Brille auf. Ja, die alten Männer. Okay, ich guck mal. 19 Zentimeter, 19,5 Zentimeter im eingefahrenen Zustand. So, jetzt fahren wir hoch. Guck mal, wie schnell das geht. Also ich bin 1,75. So, pass auf, jetzt hier. Was da klackt, das ist die Sicherung. Guck mal, hört gar nicht mehr auf. Guck mal. Jetzt sind wir oben. Alter, ich bin 1,75 und das geht mir mal ganz zart bis zu den Nippel. Also wenn du jetzt dran hältst, weißt du Bescheid. Aber weißt du, wie geil das ist, dass du das so hochfahren kannst, das Ding? Wenn du mal unten was an der Bremse oder am Auspuff machen willst. Du musst dich nicht immer an irgendeine Pseudo-Hebebühne legen, sondern du kannst, ist geil, du kannst hier im Stehen arbeiten. Also ich kann im Stehen arbeiten. Viele von euch werden wahrscheinlich hier im Sitzen arbeiten können, weil die deutlich größer sind als ich. Aber das Ding ist ein echtes Eisenschwein und das Ding, also ich bin ein bisschen erregt. Merkt man das? Ich habe noch nie so was Schönes besessen. Ich bin sehr dankbar und sehr glücklich. Schön, wenn der Kameramann interaktiv mitmacht und Dinge hinter der Kamera zeigt, die ihr nicht sehen könnt. So, kommen wir zurück zur, ja, das war's. Alle Teile sind verbaut. Die Platte ist dran. haben wir noch was vergessen? Nö, ne? Nein. Nö. Also, Fakten. Das ist eine 1000 Kilo Hebebühne. 1000 Kilo. Einige werden schon wissen, ich habe mir ja noch eine Harley gekauft. Mea culpa. Asche auf mein Haupt. Ja, ich finde auch andere Sachen toll außer Vespa. Bitte seht's mir nach. Ich habe meine Harley gekauft. Ich habe eine Fatboy. Kannst du dir mal kurz zeigen? Aber nur kurz. Ja. Kurz. Kurz. Die wiegt, was wiegt die? 390, 400 Kilo? 350, glaube ich. Irgendwo zwischen 350 und 400 Kilo. Die passt hier drauf. Ein Roller wiegt 100 Kilo, der passt ja auch locker drauf. Ihr könnt diese Hebebühne sogar verlängern. Sollte der eine oder andere von euch, wie sagst du immer, Zwei-Zimmer-Küche, Diele, Bad, ne? Diese Harleys, die so extra lang sind. Ne? Zwei-Zimmer-Küche, Diele, Bad. Also wer so eine Harley hat, kann sogar noch eine Hebebühnenverlängerung da vorne dran schrauben.
Das ist ein richtig geiles Teil. Ich bin begeistert. Liebe Firma Remo, lieber Herr Reisacher, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Angebot, dass ich diese Hebebühne nutzen darf. Das finde ich mega toll. Diese Hebebühne ist sehr, sehr schnell aufgebaut. 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ihr müsst zu zweit sein. Ihr braucht einen 14er und einen 16er Schlüssel. Am besten ist noch eine Ratsche. Dann solltet ihr Elektroanschlüsse in der Nähe haben. Und dann ist der Sache eigentlich nichts mehr entgegenzusetzen. Das ist sehr schnell montiert. Und es ist natürlich in meiner Farbe rot. Ja, mein Logo, mein Logo ist ja rot. Die Hebebühne ist rot. Finde ich total toll, dass man darauf eingegangen ist. Macht mich sehr stolz. Ich freue mich sehr, mit dieser Hebebühne zu arbeiten. Und muss sagen, dass ich sehr, sehr dankbar bin. Nochmal zurück zu euch. Wenn ihr diese Hebebühne haben möchtet, ich blende euch die E-Mail-Adresse ein. Ich blende euch die Webseite ein. Das, Sekunde. Das Modell, über das wir hier reden, ist die Remo Hebebühne Powerlift 1000. Wie war das früher bei Preis ist heiß? Ja. So. Das Ding hat sogar eine EG-Konformitätserklärung. Ja, das wird nicht allen was sagen, aber das brauchst du, wenn du elektropneumatische Dinge in Betrieb nimmst und bringst oder verkaufst. Hier sind sämtliche Ersatzteilnummern drin. Also wenn ihr wisst, was kaputt ist, ihr könnt da anrufen und könnt sämtliche Ersatzteile bestellen. Mega. Ja, also hier sieht mit Bestellnummer, mit allem Pipapo, mit Explosionszeichnung, mit allem Pipapo, könnt ihr anrufen und sagen, was kaputt ist. Sowas habt ihr bei China-Ware natürlich nicht. Und schon gar nicht habt ihr die Leute, die vorbeikommen und euch die reparieren, wenn was kaputt ist. 48 Monate, 59 Euro im Monat. Das ist ein Deal, den kann man mal machen. Dafür hat man aber was Genaues. Jetzt sollte man vielleicht nochmal, ich werde nochmal den Zollstock ausrollen, weil die natürlich etwas länger ist als meine alte Hebebühne. Nee, ist ja gelogen. Meine Hebebühne vorher war ein Krankenbett. Das war also 2 Meter lang und 1 Meter breit. Hier reden wir von 2 Meter. 2,24 Meter in der Länge, 79 Zentimeter in der Breite. Das geht. Das geht. Das ist mehr als ausreichend. Passt dicke und wird mir sehr viele Jahre sehr viel Freude machen. Denn das ist wirklich was Massives. Das ist was Genaues. Jetzt ist die Frage, passt das bei jedem von euch in die Werkstatt? Das weiß ich nicht. Das müsst ihr selber wissen. Ihr müsst gucken, ob ihr den Platz dafür habt. Also etwas über 2 Meter, 2,24 Meter, 790 Zentimeter, 790 Millimeter Maschinenbauer, ne? 79 Zentimeter breit und ja, ich glaube gefühlt fast 1,50 Meter hoch. Ne? Ich bin 1,75, könnt ihr gucken, es geht mir. Mal. Soll ich mal messen? Mess doch mal. Ja, das ist eine gute Sache, warum sagst du das nicht gleich, Mensch? Ich mess mal. So. Was haben wir denn für eine laufende Arbeitshöhe hier? 1,23 Meter ist die. Kann ja nicht sein. Bin ich so ein kleiner Stöpsel? Sind das 50 Zentimeter? Glaubt ja kein Mensch. Nein, es ist 1,23 Meter. Lichte Höhe. Mega. So, das war's für heute. Das war das Video, was ich euch versprochen hatte. In Zusammenarbeit mit der Firma Remo, hebebühne24.de, vielen, vielen Dank für euren Support und für eure Unterstützung. Das macht mich sehr glücklich. Ich hoffe, es wird vielleicht einigen von euch helfen. Wer eine Hebebühne braucht, kann hier glücklich werden. Und für die monatliche Belastung, wenn ihr ein paar Leute in der Werkstatt seid, die sich das teilen können, habt ihr auf jeden Fall einen Deal gemacht. Aber auf ganzer Linie. Ja? So. Wenn du nichts mehr hast, ich habe nichts mehr. Das war's. Ey, es war ja wirklich nicht viel, ne? So. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag, wenn er rausgeht. Fallt nicht in Schnee, bleibt hässlich. Und wir sehen uns bald wieder, weil, da kannst du mal hinschwenken, da vorne. Hinschwenken, nicht hingehen. Nicht so viel zeigen. Da steht das BFA-Projekt. Das Video werde ich
morgen machen. Das kommt dann wahrscheinlich nächste Woche. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Lasst einen Daumen da, den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar. Über ein Abo würde ich mich freuen. Und wenn euch das gefallen hat, dann bestellt euch eine Hebebühne. Ich freue mich. Macht's gut. Tschüssikowski.